ist delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der BVB Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Willkommen zum BVB Sonntag und ab heute wird jede einzelne Karriere hochgestellt. Also die Ultimativ-Slider, die Einstellungen werden nochmal schwieriger gemacht, dass wir es einfach auch schwieriger haben. Die anderen Folgen, ich weiß, ihr habt es auch immer wieder in den Kommentaren geschrieben, aber die Karrierenfolgen habe ich schon viel vorproduziert gehabt. Auch zu Weihnachten war ich immer da so eineinhalb Wochen, zwei Wochen im Voraus. Ich hatte die Kommentare gelesen, aber jetzt stellen wir heute endlich die Regler hoch. Ich habe sie schon hochgestellt, dass ihr es sehen könnt hier. Meine bleiben bei 50 alles und die CPU habe ich hier halt angepasst. Fehlpässe habe ich runtergestellt, Schusshärte höher gestellt, also die Werte, die man hochstellen muss, habe ich hochgestellt, die Werte, die man runterstellen muss, habe ich runtergestellt. Wenn es noch zu einfach ist, dann können wir ja immer noch ein bisschen anpassen, ne? Aber ich denke mal, jetzt sollten wir schon einen kleinen, ne, auf jeden Fall einen Unterschied merken. Wir müssen heute gegen Wolfsburg, dieses Spiel werde ich gleich spielen. Oh, ja, Champions League ist mit dabei. Oh, wo ich eben reingeguckt habe, war Champions League noch nicht mit dabei. Das heißt, wir spielen gegen Wolfsburg, gegen Union simuliere ich, gegen Basel spiele ich, gegen Frankfurt simuliere ich. Und dann haben wir nächste Folge Leipzig-Lazio, Gladbach, Augsburg, Pokal gegen Union Berlin. Also die Champions League-Gruppe haben wir eine sehr, sehr machbare mit Basel, Lazio und Benfica Lissabon. Ja, wir gehen rein gegen Wolfsburg, Jungs. Wir gehen rein gegen den VfL Wolfsburg, die mit einem Punkt vor uns stehen. Wir sind ja in die neue Bundesliga-Saison überhaupt nicht gut reingestartet. Wir stehen jetzt aus zwei Spielen stehen wir mit einem Punkt da und das ist safe für die Verhältnisse von Borussia Dortmund deutlich zu wenig. Iataren, den kennen wir doch aus unserer PSV Eindhoven-Karriere. Iataren spielt jetzt bei Wolfsburg. Ultimativ 5 Minuten, wir gehen rein im Signal Iduna Park, let's go. Und los geht's. Schön aufgepasst von unserem neuen Mann Cucurella, der ja auf der linken Verteidigungsposition seinen Platz gefunden hat, genauso wie Vinicius Junior auf dem linken Mittelfeld oder am linken Flügel. Vinicius Junior geht direkt mal ab, hier geht direkt mal ab, Vinicius Junior, vorhin mit der Kugel, hinten rum, ciao Felix, ah, schade, erster Abschluss und ich glaube, wir werden nicht mehr irgendwie komplett die Gegner aus dem Stadion schießen. Wenn wir jetzt die Regler umgestellt haben. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste gar nicht, dass man sowas umstellen kann. Als ihr das erste Mal reingeschrieben habt, stell das mal schwieriger. Ich gedacht, hey, ich habe doch ultimativ. Und dann habe ich das erstmal gegoogelt und habe dann gesehen, dass man das sogar noch höher stellen kann. Wusste ich nicht. Huch. Jawohl, Haaland. Und Sancho muss mit. Jadon Sancho Pancho. Jetzt ab zur Grundlinie. Nein, ich wollte ihn irgendwie in die Mitte bringen. Aber die ersten Minuten, die gehören uns. Die muss ich schon ganz klar sagen, die ersten Minuten gehören uns. Und wieder schön angenommen von Julian Brandt. Vinicius Junior. Hinten Axel Witzel mitnehmen, Jadon Sancho. Und da ist keiner in der Mitte. Das kann's nicht sein. Und zack. Liegen wir direkt 0-1 hinten. Guyavogi. Ey Leute, ich konnte es nicht stoppen. Ich konnte Wolfsburg hier nicht stoppen. Ey, ich hoffe nicht, dass es jetzt dann dauerhaft so ist. Der war doch Maus. Der Ball war Maus. Kann ich mir noch eine Wiederholung... Oh, ich sehe keine noch eine Wiederholung. Jetzt no joke. Kommentiert gerne mal, ob der Ball im Aus war. Und jetzt heißt es, ranklotzen. Schwitzen. ach du Heiliger, aber wenn ich so einen Pass spiele, Cucurella, mein Freund. Jawohl, Witzel. Und jetzt, come on, geh. Haaland, du musst mitlaufen. Jemand muss mit. So doch nicht, Mann, so doch nicht. Jawohl, der ist gut. Erling, der ist sensationell. Erling. Haaland. Er springt einfach komplett über die Eckfahne. Ja, moin. Schöner Pass von Felix war's. Ciao, Felix. Huh, Baby, jawohl. 1-1. Wichtig. Oh, Böki. Die Ecke. So gefährlich. Wann hatte ich denn das letzte Mal Probleme nach einer gegnerischen Ecke? Das ist ja gefühlt Jahre her. Und direkt jetzt hier so ein gefährlicher Kopfball. Ich weiß nicht, von wem der kam.
Auf jeden Fall hätte es da fast geklingelt. In Bökis Kasten. In Bökis Kasten. Meunier, weg damit. Cucurella. Und nach vorne spielen. Und wenn wir es jetzt schnell spielen, könnten wir Wolfsburg eventuell auskontern, wenn da Haaland und Felix gut mitmachen und gut kombinieren. Brandt mitnehmen. Erling Haaland. Bing Bong. Komm. Bing Bong. Kein Abseits. Erling Haaland. 2:1. Let's go. Spiel gedreht. Und natürlich durch Erling Haaland. Batz, Digga. Jawolski. Ich hatte echt gedacht, Abseits, nicht Abseits? Ah, nee. Hier, Rusi Lords aufgehoben. Der mit der 15. Rusi Lords aufgehoben. 2:1. Puh. Und jetzt das Ganze am besten ausbauen. Oh. Ey, Fehlpassrate hatte ich eigentlich runtergeschraubt. Aber was war das denn für ein... Der war ja schon fast illegal, dieser Fehlpass. Aber ich habe dann auch einen Fehlpass gespielt. Hätte was draus werden können, direkt in der zweiten Halbzeit. Jawohl. Nein. Mbabu, dieser Frechdachs. Komm, direkt Druck machen. Direkt alle rauf. Pressing vom Feinsten hier. Komm. Ah. Sola. Cucurella. Maximilian Philipp Guyavogi. Aufpassen, nicht, dass wir hier uns das 2:2 fangen. Und wenn wir es jetzt wieder schnell machen, weil die Abwehr ist nicht so geordnet. Oh, ich wollte so einen schönen Schipppass über den letzten Verteidiger spielen. Ich glaube, das hätte auch geklappt. Wenn Haaland halt den Schipppass hätte spielen können. Aber der Ball war ja vorher weg. Der Ball war vorher weg, genauso wie er jetzt bei Wolfsburg. Obwohl, sie sind immer noch im Ballbesitz, aber nur ein Einwurf. Nein. Grätsche, kein Elfmeter. Oh mein Gott, Mats Hummels. Bester Mann, der Mats. Und komm, Felix. Und Junior, unten, mitlaufen und flanken. Einfach mal flanken auf. Haaland, aber Castells kommt raus. Jawohl, Meunier. Und wieder straight ein Ball nach vorne und direkt versuchen, die Wolfsburger in Gefahr zu setzen und zu kontern. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, den hatte ich doch fast, Hummels. Kein Elfmeter. Oh mein Gott. So, Leute, Hummels mit zwei ganz wichtigen Grätschen heute im Spiel. Rauf da. Böki. Oh mein Gott. Leute, was ist das hier für eine Spannung? Felix, die drei Punkte, die brauchen wir. Und wenn Haaland das dritte jetzt macht, dann ist es safe. Und Erling Haaland macht. Ja, wenn man die Tore vorne nicht macht, kriegt man sie halt hinten aus Wolfsburger Sicht. Erling Haaland mit dem Dreierpack. Let's go. Faust in die Facecam. Oh. Jetzt ist Wolfsburg gebrochen. Jetzt sind die Wölfe gebrochen. Julian Brandt. GGGGG. Nochmal rüber. Jadon Sancho mit dem Rabona. Oh mein Gott, wenn der reingeht. Dann schießen wir hier nochmal ein richtig geiles Tor. Mann, 80. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht ausgekontert werden, aber Cucurella, bester Mann, Haaland geht eher abseits. Also hätte ich Haaland angespielt, wäre er im Abseits auf jeden Fall drin gewesen. 82. Minute. Und ich glaube, dass... Ich will noch nicht sagen, sicher die drei Punkte, weil wenn sie jetzt das Tor machen, dann könnte es nochmal gefährlich werden. Witzel mit seiner langen, mit seinem langen Beinchen. Witzel und jetzt Felix, du kannst den Deckel drauf machen, ciao, Felix, mach den Deckel drauf, bumm, Faust in den Facecam, 4:1 und jetzt ist es durch. Am Anfang sah es nicht gut aus, es war auch deutlich spannender, weil wir hätten so viele Gegentore bekommen können, no joke, alleine die ganzen Grätschen, die Mats Hummels da ausgepackt hat, aber am Ende ist es eindeutig und wir gewinnen das Spiel mit 4:1. Auf den anderen Plätzen, Leipzig gewinnt gegen Frankfurt, Hamburg verliert 0:3 gegen Hoffenheim und die anderen Ergebnisse habe ich nicht mehr gesehen, weil das wieder so schnell wegging. Wir müssen jetzt gegen Union Berlin das Ganze in der Simulation. Ja, dann schauen wir mal, was das wird. Oh, wir haben eine Trainerbewertung von 87. Hatten wir überhaupt schon mal so eine hohe Bewertung? Das ist ja mega nice. Union ist auf dem 17. Tabellenplatz. Schnellsimulation. Ich hoffe, oh, Fünferkette spielen sie. Fünferkette von Union Berlin und die nächsten drei Punkte. Zwar nur 0:1, aber egal.
Ciao, Felix, Schalke verliert gegen Bayern auch nur 1-0. Puh, und jetzt heißt es Champions League Time. In ein paar Monaten wollen wir natürlich wieder den Champions League Henkelpot in die Luft halten und deswegen, ja, gehe ich rein. Erstes Gruppenspiel spiele ich selber gegen Basel. Danach haben wir noch das Frankfurt-Spiel am Start. Ultimativ 5 Minuten. Ja, mal schauen mal, was das wird hier, ne? Und der Schiedsrichter Guidon Pizrikowski. Abfahrt. Geil. Auf ein gutes Spiel. Und auf ein paar Türchen, würde ich sagen. Jawohl. Haaland geht in der Mitte. Vinicius Junior. Bing Bong. Genau so wollte ich das. 5 Minuten gespielt. Und wir gehen in Führung. Erling. Haaland. Ja, macht wieder ein bisschen Breakdance. Und ich muss mal wieder eine andere Kombination hier klicken. Weil jedes Mal mache ich die gleichen Torjubel gefühlt. Puh, geil. Links raus. Junior. Flanke. Und ja. Haaland mit seinem schwächeren rechten Füßchen mit der Führung 0-1. Das ging schnell. Also auch wenn ich die Regler hochgestellt habe, natürlich haben wir trotzdem ab und zu mal wieder einfache Spiele. Aber ich fand das Spiel gegen Wolfsburg sah am Ende eindeutig aus, ja. Aber das hätte auch ganz anders aussehen können. Und gegen Basel wird das, glaube ich, halt nicht so sein wie gegen Wolfsburg. Schöne Kombination hier an dieser Stelle. Komm, Haaland. Haaland, hau einfach auf das Ding. Schade, Eckball. Eckball spiele ich kurz. Junior. Vinicius Junior. In die Mitte. Erling Haaland. Komm, Emre. Schön. Kopfball. Duell gewonnen. Wenn jetzt Felix den Ball noch bekommt. Er bekommt ihn. Und wir haben den Einwurf. Wenigstens das. Wenigstens das. Zack, Julian Brandt. Julian Brandt. Schon lange nichts mehr so Wirkliches gesehen von ihm. Oder hätte ich Haaland anspielen können in der Mitte? Da war er für einen kurzen Moment ein bisschen blank. Witzel. Brandt, kein Abseits. Haaland. Schön gespielt. Erling Haaland und ich lupf. Wieso schieße ich nicht ganz normal? Dann wäre drin. Jawohl. Jadon Sancho. Ab. Ich mach's mit ihm. Und er sitzt. Jadon Sancho mit dem 0-2 in der 24. Spielminute. Ich hatte überlegt, schieße ich oder spiele ich nochmal in die Mitte? Normalerweise bin ich ja jemand, der den Ball gefühlt ins Tor tragen muss, weil ich eigentlich selten einfach mal aus dem 16er schieße oder so. Sondern ich spiele eigentlich meistens immer noch einen Pass und noch einen Pass und noch einen Pass. Aber hier, ja, vielleicht Felix in die Mitte irgendwie so querlegen, aber so passt ja auch, Jungs. So passt es auch. 0-2, Jadon Sancho. Oh, so ein Dödeltor. Ich habe den da nicht rausbekommen. Hier unnötig. Ich hatte den Ball mit Emre Can, Grätsche. Und dann haut Cabral das Ding rein. Uff. Ganz unten. Kein Abseits, oder? Kein Abseits. Vinicius Junior, komm. Oh, ich hätte ihm das Tor so gegönnt, ne? Von unserem neuen Mann. Da ist er direkt wieder. Erling Haaland, komm. Erling Haaland mit links. Also mit seinem starken Fuß, logischerweise. Mit seinem starken Fuß, Alter, wie Emre Can den Ball da holt. Mit dem Köpfchen. So, wohin? Junior. Witzel. Felix. Alles hinten zu. Jetzt habe ich da mal ein bisschen Platz. Ich kann zur Grundlinie gehen. Erling. Haaland. Kiri. Okay, kein Elfmeter. Jawohl. Schöner. Oh! Was für ein Ronaldo-Shop. Und wie er den reinhaut. Junge. Ich drück mal auf irgendwas anderes jetzt hier. Oh, jetzt macht er den Torjubel. Tada. Alter Falter. Zack, perfekt eingesetzt, weil da kommt das Bein raus vom Basler Innenverteidiger. Hätte ich den Ronaldo-Shop nicht eingesetzt und dieser Abschluss, ne? Alter. Junge. Den kann man kaum besser treffen, den Ball. 3-1. Oh, Brand, gefährlich. Nächster Eckball. Jetzt scheint hier die Sonne von rechts komplett rein. Huch, Jungs. Jetzt bin ich hier ein bisschen überbelichtet. Egal, ich spiele ganz normal weiter. 3-1. Komm, Haaland. Haaland bleibt
immer wieder, bleibt immer wieder im Ball. Ja, und dann kommt der Fehlpass, perfekt. Geh, 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 den kriegst du. Den kriegt er nicht, Brandt. Ey, Kollege, du hast auch schon lange nicht mehr ein Türchen gemacht. Oh, das muss es sein. Das muss es sein. 1-4 gefühlt. 1-4, Flanke. Huch. Und wenn wir es jetzt wieder schnell spielen, könnten wir wieder komplett in Überzahl geraten. Und wir sind in Überzahl. Kein Abseits auf Felix. Ciao, Felix. Da ist es. Und da ist wieder der Deckel auf dem Topf. Und wieder steht es 1-4. Let's go, Mann. Let's go. Dankeschön, Felix. Hätte aber auch schon 20 Minuten vorher passieren können, rein theoretisch. Aber egal. So, unsere Gruppen. Lazio gewinnt gegen Benfica 3-1, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und wir müssen jetzt noch gegen Frankfurt, Jungs. Gegen die Eintracht aus Frankfurt. Keine Ahnung, auf welchem Platz sie in der Tabelle stehen, aber die Bayern sind auch hinter uns. Also auch 4 Spiele, 7 Punkte bloß. Köln mit 4 Spielen, 12 Punkten. Die haben alle Spiele gewonnen, die Kölner. Und wer ist auf dem Ersten? Sag jetzt nicht, Frankfurt ist auf dem Ersten. Oh, oh. Nee, Frankfurt ist auf dem 10. Wer ist denn Erster da oben? Hä? Das will ich mir jetzt mal angucken. Erster sind die Leverkusener mit 15 Punkten. 5 Spiele, 5 Siege. Also kein Spiel verloren, die Leverkusener. Wir müssen jetzt gegen die Frankfurter, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Die Fitness, die sieht ja gar nicht so gut aus. Da müssen wir ein bisschen vielleicht rotierchen. Ja, was machen wir da? Hazard spielt über links, das könnte ich machen. Brand raus, Reus ZOM, aber den Rest möchte ich eigentlich. Hummels spielt, Jungs, Hummels spielt. Ich probiere es, ich riskiere es, Jungs. Ich riskiere es und hoffe, dass ich trotzdem die 3 Punkte mitnehme gegen Frankfurt, weil die wären sehr wichtig natürlich. Die wären sehr, sehr wichtig, wenn das der nächste Dreier-Erfolg wird. Ja, gut. Das wird ein Dreier-Erfolg. Erling Haaland hat's versaut. Erling Haaland, 8. Minute und haut den Elfmeter vorbei. Barkok, Silva und Lies Melou. Also, dass ich jetzt hier 0-3 gegen Frankfurt verliere, damit hätte ich im Leben nie gerechnet. Aber, ja gut, Leute. Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Und somit sind wir auf dem 8. Tabellenplatz. Genauso viele Punkte wie Frankfurt, genauso viele Punkte wie Schalke. Und ich hoffe, es kann eigentlich nur noch bergauf gehen, Jungs. Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen, so wie wir in den ersten Bundesligaspielen hier spielen. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.